Hallo liebe Schachfreunde, willkommen zurück bei Chess Gunnis YouTube-Kanal. Wir sind in Runde 6 der Schacholympiade angekommen und Deutschland musste gegen Italien spielen, also die Männer. Und da Italien, ja, die haben ihren besten Mann gar nicht eingesetzt, Daniele Vuccatore. Und warum, weiß ich nicht, aber sie haben jedenfalls nicht mit ihrem Elo-stärksten Mann gespielt. Trotzdem hatte unser Brett 1 Vincent Keimer einen starken Gegner, der junge italienische Großmeister Luca Moroni Junior mit fast 2-6, alles andere als eine leichte Aufgabe, ein Schwergewicht fast schon. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ich zeige euch mal ein Stück aus der Keimer-Partie, weil wir wollen den Fokus noch auf eine andere Partie legen. Aber diese kleine Anekdote muss ich euch unbedingt zeigen, liebe Leute. Warum ist mir das so wichtig? Ganz einfach. Vincent eröffnet hier mit D4. Ach so, ich habe noch vergessen zu sagen, ne? Wenn es euch gefällt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr nämlich keines meiner Videos mehr. Oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Und dabei sage ich herzlichen Dank an den Ulrich K. Punkt für die Spende an meinen Kanal. Hier oben bist du verewigt, Ulrich. Erst einmal vielen Dank dafür, ich habe mich sehr gefreut. Also, schaut mal, Vincent eröffnet mit D4. Wir sehen von Luca Moroni Springer F6, ein C4. E6 und das Ganze wird ein Damengambit abgelehnter Art. Vincent spielt Springer C3 und jetzt transformiert das Ganze aber in eine sogenannte semislawische Verteidigung. Also diese Konstruktion mit dem Bauern auf C6, E6 und D5 nennt man semislawisch. Sehr solide, also sehr stabil von Schwarz kann man durchaus so spielen. Ja, ist natürlich auch Theorie. Keine Frage, Vincent spielt E3, Springer BD7, normaler Zug. Und hier ist eigentlich so Dame C2 angesagt, vielleicht auch Läufer D3. Das sind normale Züge, aber Vincent hat hier Läufer E2 gespielt. Und Läufer E2 ist so eher so eine Sideline. Also Läufer E2 sieht man nicht allzu oft an der Stelle. Es kommt Läufer D6 von Schwarz, Rochade von Weiß, Rochade von Schwarz, natürlich klar. Und Vincent legt erstmal sofort den schwarzen Damenflügel fest hier mit dem Zug A5. Richtet sich natürlich, oder was heißt richtet sich gegen B5? Es droht vor allen Dingen auch irgendwann mal A5 zu spielen und hier den Schwarzen noch mehr einzuengen. Aus dem Grund spielt Schwarz selber A5, macht Sinn. Und Vincent stellt jetzt seine Dame nach C2. Okay, das geht dann so weiter. D schlägt C4, Läufer schlägt C4. Dame E7 von dem guten Luca Moroni und H3 von Vincent. Luftloch schadet nie. Außerdem mal hier das Feld G4 kontrollieren. Und das ist eine Stellung, wo Schwarz jetzt schon, ich sage mal, nicht den Zeitpunkt verpassen darf, hier das Zentrum, einen Durchbruch im Zentrum hinzukriegen. Also, das ist schon relativ wichtig, dass man hier jetzt E5 spielt. Also, man muss es nicht tun. Ja, es gibt auch andere Varianten wie mit Turm D8 und so, aber E5 macht absolut Sinn, in meinen Augen zumindest, hier das Zentrum auch zu attackieren von Weiß. Und Vincent spielt gut, er wird diesen Springer, Springer sag ich schon, diesen Läufer irgendwann ziehen müssen, weil mit Springer B6 respektive auch irgendwann mal mit anderen Zügen angegriffen werden wird. Und deswegen zieht Vincent den Läufer sofort nach A2 zurück. Und da steht er sehr, sehr gut. Und wir kommen auf diesen Läufer gleich nochmal zurück. Diese Diagonale ist wahnsinnig unangenehm. Deswegen spielt Schwarz erstmal König H8, okay. Vincent entwickelt den Läufer. Und Schwarz spielt hier H6. Also diese Stellung ist nicht einfach für Schwarz. Und was zieht man hier? Vielleicht ist E4 hier eine gute Option. Wobei man immer nach Springer G5 sich überlegen muss, ja, was macht denn mein Sorgenkind jetzt auf E4? Ist es überhaupt ein Sorgenkind? Bisschen schon, ja. Also E4 ist hier vielleicht verfrüht. Aber vielleicht auch Züge wie Läufer B4 sind eine Option. Es ist nicht so ganz einfach für Schwarz, den richtigen Zug zu finden. Jedenfalls hat Luca Moroni H6 gespielt. Und H6 ist nicht gut, weil Vincent spielt jetzt quasi aus, also instant, wenn man so will, Springer H4. Und das Problem ist, dass der Springer jetzt zwar nicht mehr nach G6 droht, weil der könnte man einfach nehmen, weil schaut mal die Diagonale, der König ist ja extra weggelaufen. Aber Springer F5 ist auch extrem unangenehm und es schlummert noch was anderes in der Stellung. Und deswegen zeige ich euch das. Schaut mal, also was würdet ihr hier ziehen anstelle von Schwarz? Also
Das ist nicht umsonst so, dass die Computer hier diffuse Züge empfehlen, wie zum Beispiel Läufer B8. Der menschliche Zug ist sicherlich Springer B6 und möchte hier den Springer irgendwann nach D5 reinpflanzen und solche Sachen. Aber hier gibt es eine unglaubliche Taktik, die Vincent Keimer nicht gesehen hat. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil das hätte nämlich eine kurze Glanzpartie werden können. Vincent hat hier Turm AE1 gespielt. Okay, kein schlechter Zug, aber es wäre besser gegangen. Und ich zeige euch das mal. Der absolute Knaller wäre gewesen, wenn Vincent hier tatsächlich Läufer schlägt F7 gespielt hätte. Mein lieber Mann, was ist denn das? Das ist ja ein Knall aus dem Nichts, ja? Läufer schlägt F7. Ja, was tun? Der Turm kann nicht nehmen, weil dann kommt Springer G6 mit Schach und der Gabel. Klar. Also muss Schwarz mit der Dame nehmen. Und jetzt ist der Trick daran, dass Weiß auf E5 nimmt. Und durch diese Gabel hier, ja, also Läufer schlägt zurück, klar, ist eine Gabel. Jetzt spielen wir Springer G6. Schach, der König muss nach G8 laufen und jetzt nehmen wir auf E5 und greifen die Dame an, haben hier eine klar gewonnene Stellung, Bauern gewonnen. Und ja, keine Ahnung, wo soll die Dame überhaupt hinziehen? Also, ich weiß ich nicht, ich gehe mal nach H5 oder irgendwie sowas, ja. Aber dieses Konstrukt ist ein Monsterkonstrukt für Weiß. Diese Stellung wäre relativ einfach gewonnen gewesen für Vincent Keimer, da bin ich mir ganz sicher. Also, diesen Einschlag hier zu sehen, ist auch nicht so ganz einfach. Wobei, wenn man es dann weiß, ist es logisch, ja, wenn man es denn weiß. Aber wenn man am Brett sitzt, hättet ihr hier Läufer schlägt F7 gesehen? Wie auch immer. Ich glaube es nicht, ja, aber gut, ich habe es auch nicht gesehen, aber die Maschinen dieser Zeit weisen uns natürlich sofort auf solche Einschläge hin, klar. Gut, also die Partie ging noch sehr, sehr lang. Vincent Keimer konnte sie nicht gewinnen. Er hat nachher eine Qualität gewonnen und war aber absolut nicht, die Partie war nicht zu gewinnen. Es war einfach ein Endspiel mit Turm gegen, also Turm, zwei Türme gegen Turm und Läufer. Aber ich zeige euch mal nochmal die Schlussstellung vielleicht oder mal zwischendrin eine Stellung. Schaut euch mal das hier an. Also so ist die Partie dann gestanden und das ist nicht zu gewinnen für Weiß, ja, weil selbst wenn der Bauer verloren geht hier, Schwarz kann sich immer hier aufstellen und ja, nachher wurde noch ein Turm getauscht und schaut mal, das war dann nachher die Schlussstellung. Und dieses Turmenspiel ist total Remis, 3 gegen 2, da geht gar nichts mehr. Also Vincent Keimer Remis, dann der gute Rasmus Svane, ich sag's euch, liebe Leute, in einem ewig langen Damenendspiel, Ewigkeiten ging das, mit einem Minusbauern, also Dame, Bauer und König gegen Dame und König, konnte Rasmus Svane Gott sei Dank Remis halten. Das war Wahnsinn. Also es ging ewig lang. Und dann am Brett 4 hat der gute Dimitri Kollers mit Ach und Krach Remis gehalten gegen Brunello. Es ist Sabino Brunello. War nicht einfach. Also hat er gut verteidigt und hat es Remis gehalten. Also wir haben an Brett 1 Remis, Brett 2 Remis, Brett 4 Remis. Und was ist auf Brett 3 passiert? Meine lieben Leute, kurzer Schnitt, ich tausche mal die Bilder aus hier und dann komme ich gleich zurück zur Partie von Dieter Nisipiano gegen Francesco Sones. Bis gleich, kurzer Schnitt. So, da bin ich wieder und ihr seht, ich habe mal die Bilder ausgetauscht. Hier rechts neben meinem Brett Dieter Nisipiano, also gegen Francesco Sones. Und das ist die aktuelle Stellung, die ihr hier seht und ich kann euch sagen, der Dieter Nisipiano stand nicht so prickelnd zwischen Reihen und er hat das dann irgendwie hingebogen und stand hier ausgeglichen. Wenn man sich die Stellung mal verinnerlicht, also hier jetzt mal rausgegriffen, sonst wird das Video zu lang, wenn ich die ganze Partie zeige. Hier ist die Stellung ausgeglichen. Warum ist das so? Naja, es gibt zwar einen Turm auf der siebten Reihe, den Dieter da installieren konnte, gedeckt von der Dame, klar. Aber Schwarz ist überhaupt nicht ohne Gegenchancen. Und Schwarz hat hier auch den starken Bauern auf D5 immer noch zur Verfügung. Das heißt, also hier ist Schwarz am Zug. Und wenn man hier D4 zöge, ja, warum denn nicht? Pushen, Baby. Ihr kennt ja das, mein Mantra. Dann kann Weiß zwar den Turm hier installieren auf E7, zwei Türme auf der siebten Reihe.
Aber so einfach ist die Geschichte nicht. Man tauscht hier raus, König nimmt G2. Und jetzt hat Schwarz diesen unglaublichen Zug damit D6 zur Verfügung. Und man kann hier nehmen. Ja, wenn man, was passiert denn auf Turm schlägt G7? Naja, Schwarz würde die Damen tauschen. Okay, wir müssen wieder nehmen. Und diese Stellung ist Remis. Es gibt zwar zwei Türme auf der siebten Reihe, aber der Bauer ist verdammt gefährlich. Also man kann hier sogar Tricks spielen. Ja, Schwarz kann hier sogar Züge wie, keine Ahnung, Turm D6 spielen oder sogar Turm C6 spielen, das ginge auch. Ja, und Weiß hat nicht mehr als einen Dauerschach oder sowas. Außerdem kann natürlich Schwarz auch jederzeit hier einen Turm abtauschen, ne, mit Turm G8. So ist das auch nicht. Also vielleicht nicht gerade jetzt, aber die Option besteht. Also so hätte man spielen können. D4, ein guter Zug hier. Die Alternative Läufer B5 und so weiter. Also das wäre schwer geworden für den Dieter. Aber was hat unser italienischer Freund Francesco Sonis gespielt? Er hat hier was übersehen. Er hat hier eine wirklich famose Abwicklung übersehen. Und er hat hier Turm FD6 gespielt. Und warum ist dieser Zug nicht gut? Ich meine, okay, erstmal unterstützen wir den D-Bauern. Zweitens mal sind die Türme jetzt hier verdoppelt auf der D-Linie. Was ist denn daran jetzt nicht gut? Das Problem ist, der Zug verliert schlichtweg, forciert. Jetzt kommt natürlich wieder Turm E7. Natürlich hat Nisipiano die Chance sofort genutzt, Turm E7 gespielt. Und das Problem ist, dass jetzt nicht nur Turm schlägt G7 droht, sondern die Hauptdrohung ist Dame E5. Weil jetzt ist die Diagonale offen und man wird einfach matt gesetzt. Also natürlich, klar, vielleicht gibt es einen Verteidigungszug wie Turm 6 nach D7. Das ist so der einzige Zug, der überhaupt noch Sinn macht. Aber das Problem ist, Weiß spielt trotzdem Dame E5. Das ist der Knaller. Und jetzt kann man nichts mehr machen. Die Stellung ist verloren. Egal, was Schwarz tut. Also er muss, es droht ja matt. Es droht matt auf G7. Also Schwarz muss hier tauschen. Und Dieter nimmt mit dem Turm zurück und droht schon wieder matt. Das heißt, das Matt können wir ja nur noch abwenden mit Turm G8. Geht ja gar nicht anders. Und jetzt kommt dieser böse Zug Turm E6. Schaut mal, Leute. Es droht Turm schlägt H6. Eieiei, was tun? König H7 vielleicht? Läufer schlägt D5 und jetzt geht der Läufer hier verloren. Ist das bitter. Also wenn man hier jetzt, man kann den Läufer nicht retten. In so Züge wie Turm C8 gehen ja nicht. Warum nicht? Dann kommt wieder Turm E7. Und jetzt droht wieder die Mattsetzung. Was will man tun, wenn man jetzt zurückgeht nach G8 und wieder abdeckt? Ja, geht ja nicht, der Läufer. Der Läufer. Also, es ist ein Drama, es ist ein Drama. Letzten Endes hat der gute Francesco Sonis aufgegeben. Ich glaube, in der Stellung, warte mal, in der Stellung wurde er aufgegeben. Ja, in der Stellung hier hat er aufgegeben, genau, nach Turm E6. Und es ist ein Wahnsinn. Dieter Nisipiano gewinnt ob des Patzers von Francesco Sonis, war ein Patzer, man muss es so hart sagen. Gewinnt die Partie und damit gewinnt Deutschland 2,5 zu 1,5 gegen Italien. Gerade so mal noch mal gut gegangen. Und morgen ist ein Ruhetag, liebe Leute, in Indien, in Chennai bei der Schacholympiade. Und heute Abend findet dort die, oder an diesem Abend hier findet die sogenannte Bermuda-Party statt. Da können sich alle mal vielleicht einen Drink genehmigen oder auch zwei oder drei. Morgen ist ein Ruhetag, wie gesagt. Und ich werde wahrscheinlich auch mal einen Ruhetag einlegen. Ne? Ich bin ja auch mit der Live-Kommentierung auf Schachdeutschland TV noch stark beschäftigt. Und am Freitag geht es dann weiter mit Runde 7. Gegner steht noch nicht fest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wird ein starker Gegner werden. Die Damen haben leider verloren. 1 zu 3 gegen Israel. Ah, die Hanna-Marie Kleck hat schon wieder verloren. Das ist natürlich bitter. Läuft nicht für sie. Aber okay, muss man mit Leben jetzt mit der Niederlage und das Beste draus machen. Ne? In diesem Sinne, das soll es mal gewesen sein. Überblick über die Runde 6. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, drückt die Glocke, so verpasst ihr gar nichts. Oder unterstützt mich gerne auch via PayPal mit einer Spende. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.